FDP-Chef Lindner stellte sich im ARD-Sommerinterview Tina Hassel. An einer privaten Frage zu Freundin Franka Lehnfeld entzündet sich nun der Zorn der Parteikollegen. Update vom 24. Juli 2019. Die Twitter-Gemeinde scheint sich einig zu sein. Die Frage im Sommerinterview ARD an FDP-Chef Christian Lindner ging zu. Bald. Ich finde es unsäglich, dass Frau Hassel Herrn Lindner fragt. Lieber gleichaltrige Freundin oder lieber Vermögenssteuer? Man stelle sich vor, die Frage wäre von einem männlichen Moderator an eine Frau gestellt worden. Außer der Zuschauerfrage zählt nicht, Sommerinterview, twitterte Bastian Brauns. Ein Semester Medienethik hat bei mir ausgereicht, um zu wissen, dass so eine Frage absolut unangemessen ist. Was sagen ARD Unterstreich und Presse und Tina Hassel dazu? Sekundierte Manu Trinkerbell. Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP, bemerkte auf Twitter spitzfindig, wenn ein Mann eine solche Frage an Annelena Baerbock oder Katrin Göring-Eckardt gerichtet hätte, stünde die gesamte Republik zurecht Kopf. Weil sie Ausdruck absoluter Unverschämtheit ist, Lindner, FDP, in China. Eskalation wegen Protesten in Hongkong. Die ARD verteidigt ihre Mitarbeiter in Tina Hassel und die Zuschauerbeteiligungsrubrik Frag selbst. Deren Ziel sei, möglichst viele authentische Fragen von Usern zu beantworten, die können politisch und privat sein. Zukünftig wollen wir noch sensibler mit User-Fragen umgehen, twitterte die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt. Seit 4 Jahren führt die Journalistin die sogenannten Sommerinterviews. Der FDP-Chef ist unterdessen mit einer Delegation 12 Tage lang durch Asien gereist und die Atmosphäre war mehr als frostig, wie Spiegel Online zuerst berichtete. Seit Wochen gibt es Massenproteste in Hongkong gegen die Peking-treue Regierung in der ehemaligen britischen Kronkolonie. Der Vorwurf der chinesischen Kommunistischen Partei, KP, die Deutschen hätten durch ihre öffentliche Anteilnahme am die Gewährung von Asyl für Dissidenten aus Hongkong den Konflikt angeheizt. Mehrere Termine mit der Delegation seien demnach abgesagt worden, teils nur wenige Stunden vorher. Ein KP-Funktionär hielt sich zwar an seinen Gesprächstermin zum Thema Hongkong, doch der schrie die Delegation um. FDP-Chef Christian Lindner laut Angaben aus Teilnehmerkreisen rund 30 Minuten lang nur an, wie das Handelsblatt erfahren haben will. Ursprungsnuss von 23. Juli.
Lindner schmettert äußerst unangenehme Frage von ARD-Frau zu Freundin Franke Appuppette von 23. Juli 2019. Christian Lindner sorgt einmal mehr mit Freundin und RTL-Journalistin Franke Liefeld für Wirbel, allerdings völlig unverschuldet. In einer privaten Frage, gestellt von ARD-Hauptstadtchefin Tina Hassel, 55, entzündet sich nun die Debatte. Was darf man in einem solch ernsthaften, inhaltlich geführten Interview fragen? Jedenfalls bemühte Hassel das Format Frag selbst. Bei dem Zuschauer. Selbst Fragen anschicken können und Politiker möglichst kurz antworten sollen, um Lindner zu fragen, lieber Vermögenssteuer oder gleichaltrige Freundin? Tatsächlich konnte Lindner die Frage zunächst nicht glauben, wiederholte sie, um dann knapp zu antworten. Geschmacklos. Wohlgemerkt. Lindner durchte nur mit einem Wort. Antworten, und Freundin Franke ist erst 29 Jahre jung, Lindner 40. Ansonsten blieb Lindner gelassen, schmunzelte gelegentlich, etwa als Hassel. Die Zuschauerfrage vorlas. Lieber gar nicht antworten als schlecht antworten? Eine Anspielung auf Lindners Leitspruch, mit dem er die Jamaika-Koalitionsverhandlungen beendet hatte, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Der FDP-Chef lachte. Ja. Zuspruch erhielt Lindner im Nachhinein laut Bild von seinen FDP-Parteifreunden. Die reagierten gereizt. Wenn ein Mann eine solche Frage an Annalena Baerbock oder Katrin Göring-Eckardt gerichtet hätte, stünde die gesamte Republik zurecht Kopf, weil sie Ausdruck absoluter Unverschämtheit ist, schimpfte etwa FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle, 30, FDP. Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 61, FDP, nannte die Frage schlichtweg unhöflich, machen Sie mit und stimmen ab, die unter Druck geratene ARD-Journalistin Tina Hassel erklärte sich gegenüber der Bild-Zeitung und ordnete ein, die Frage eines Zuschauers sei in der Tat hart an der Grenze, aber nicht grenzüberschreitend. Gleichzeitig sei es aber auch das Ziel des Formats, möglichst viele authentische Zuschauerfragen und Kommentare weiterzubringen. Es sei denn, sie sind offen rassistisch oder zur Gewalt auffordern, Hassel dann aber einsichtig, rückblickend stellen. Uns natürlich die Frage, ob wir jenseits dieser Kriterien noch sensibler mit den User-Fragen umgehen sollten. Das hatte ich Christian Lindner übrigens auch im Rausgehen persönlich gesagt. Natürlich nahm der FDP-Chef auch zu weiteren aktuellen Themenstellung, blieb in der Klimadebatte aber bei seinem Standpunkt und warnte vor Verboten. Niemand auf der Welt würde uns folgen auf dem Weg, Wohlstand zu verlieren und den Menschen ihren Lebenswandel vorzuschreiben, sagte er am Sonntag im ARD-Sommerinterview in Berlin. Stattdessen brauche es technische Lösungen wie alternative Treibstoffe für Flugzeuge.
Er halte nichts von Weltuntergangsszenarien und nichts davon, den Menschen Verzicht und Askese zu predigen vor. ZDF Sommer Interview. FDP-Chef Lindner warnt vor radikaler Klimapolitik vor Bericht vom 21. Juli 2019. Berlin, die aktuelle Debatte über Klimaschutz ist FDP-Chef Christian Lindner, 40, zu abstrakt. Man müsse auch die Preise benennen, sagte Lindner im Deutschlandfunk. Seine Sorge sei, dass die gut beduchten, die sich grüne CO2-Preise leisten können, so weitermachten wie bisher und dass die Zustimmung zu einer radikalen Klimapolitik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv zurückgehen könnte, wenn wir tatsächlich die Auswirkungen sehen. Er wünsche sich mehr Erfindergeist statt harte Freiheitseinschränkungen. Christian Lindner, FDP, will Klimaschutz den Profis überlassen, den Schülern. Konkreter, den Fridays for Future Protestlern hatte Christian Lindner bereits zuvor nahegelegt, dass politisches Engagement doch eher eine Sache für Profis sei, die bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch sinnvoll und das ökonomisch machbare sehen. Kurz darauf folgte seine Aussage, dass die grünen Fleischliebhaber das Stück wegnehmen wollten. Punkt mit den Liberalen erreichte Lindner, der im Herbst 2017 keine Verantwortung in einer großen Koalition übernehmen wollte, zuletzt 5,4% bei der Europawahl. "2009 waren es noch 11% gewesen. Punkt wieder. FDP-Parteitag, Lindner spricht chinesisch. Ein nationaler Klimakonsens. Lindner, FDP, ist dafür, den Vorschlag für einen nationalen Klimakonsens der neuen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, schloss sich seine Partei aber an. Nur so könne wirksamer Klimaschutz sichergestellt werden, der gleichzeitig eine Spaltung der Gesellschaft in Frankreich verhindere, sagte Lindner und bekräftigte den Vorschlag, den Emissionshandel auszuweiten. Kramp-Karrenbauer hatte im ZDF-Sommerinterview angekündigt, sie wolle sich mit den anderen Parteien über gemeinsame Lösungen in der Klimaschutzpolitik unterhalten.